Hi Leute und willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal, und zwar zu einem Überraschungsvideo, was heute nicht mehr geplant war, weil ja eigentlich MyTeam Quali von Rennen heute nur geplant war, und so ein kurzes Video mache ich normalerweise nicht, aber ich muss euch mal eine Szene zeigen, die ist legendär, die wird man nie wieder sehen, vor allem weil das noch KI-Fahrer waren und nicht irgendwie online, dass da irgendwer den Vettel-Move damals gemacht hat. Aber das war wirklich eine legendäre Szene. Also ich habe hier gerade für mich alleine eine Last Man Standing gemacht in Saudi-Arabien, wie man sieht, mit Pierre Gasly. Ich gerade passend habe ich das Bild gerade da gemacht, na, und dann hier die beiden, Tsunoda, mein Teamkollege, und Fernando Alonso. Die fahren in die Box und guck mal, was die jetzt machen. Das ist einfach eine legendäre Szene, die wird man, glaube ich, so nie wiedersehen. Vor allem von KI-Fahrern ist das eine legendäre Szene. Seht es euch mal kurz an. Die fahren da Seite an Seite in der Boxeneinfahrt. Und dann wird Alonso zurückteleportiert. Das ist eine legendäre Szene einfach. Also wirklich, also hier ist auch Latifi. Ja, ich kann nochmal dies hin zeigen. Es war oben ganz schön, da, wie gesagt, habe ich Last Man Standing gemacht. Und es waren nur noch drei im Übrigen. Also nur noch die beiden hier, Tsunoda, mein Teamkollege, und Alonso und der Latifi. Die drei waren noch mit mir dabei, sonst hatte ich schon alle rausgekegelt. Und Latifi war der Nächste. Und guck mal, wie der jetzt abgelaufen ist. Da war das auch ein Auto, den ich schon rausgekegelt hatte. Und dann einfach zack und zack. Ganz hartner, ganz boom hier. Ja. Damit sind es nur noch die beiden, die jetzt am Leben sind. Aber das ist einfach eine legendäre Szene, was da war. Sekunde. Hat's wieder dort zu Gasly hier so. Ja, einfach eine legendäre einfach. Ey, das könnte ich mir ewig angucken. Das sieht einfach so geil aus. Das hat der Vettel-Move, könnte man fast sagen, von China 2017. Oder 16, nee, 2016 glaube ich, oder? Oder 17? Ich weiß nicht. Nee, 2016 war es, glaube ich. Das ist wirklich eine legendäre Szene gewesen. Wird man so nie wiedersehen von einem KI-Fahrer. Also, oder von KI-Fahrern, da waren ja zwei. Das ist echt einfach nur crazy gewesen. Ich guck's nochmal, zeig's nochmal kurz. Von Alonso-Sicht diesmal, aber von einer anderen Sicht noch. Und zwar hier. Ich könnte mir 100 Jahre ansehen. Das ist einfach so eine. Ja, die fanden nebeneinander. Die haben nicht beide keinen Flügel natürlich mehr. Und dann, weil es zurückteleportiert wird, tun die das Bild umschwenken. Das ist echt crazy gewesen. Und ob das so besser nochmal ist in der Sicht. Also, hier. Die haben beide keinen Flügel und die fahren hier Seite an Seite in der Boxengasse. Und dann wird Alonso hier zurückteleportiert, wenn man es gesehen hat. Okay, das war's nun mit das hin. Das wollte ich nur mal kurz zeigen. Das war einfach geil. Ich mache dann auch mein Last Man Standing jetzt natürlich weiter. Ich zeige das jetzt nicht. Wir können wieder mal ein Last Man Standing auch machen. Aber ich wollte das nur mal zeigen, die Szene, weil das ist mir durch Zufall, habe ich das gesehen. Weil ich wollte mir den Latifi, weil habe ich Latifi rausgekräft, habe es im Spiegel gesehen. Und wollte mir nochmal in die Wiederholung ansehen, wie das aussah. Dabei habe ich geguckt, wer noch Ü-Prof ist, und dabei habe ich diese Szene durch Zufall entdeckt und ich wollte sie euch nicht vorenthalten, diese Szene. Und da musste ich das Video jetzt einfach mal noch machen und das zeigen. Ey, das ist einfach eine legendäre Szene. Also, das sieht man nie wieder. Also von Online-Rennen kann man sowas nochmal sehen vielleicht, aber bei, naja, Karriere-Rennen nicht, aber bei einer Challenge, wo es KI ist, sieht man sowas, glaube ich, nie wieder. Das ist einfach legendär gewesen. Also, Wahnsinn. Okay, dann sehen wir aber morgen uns beim Baku Qualifying um 11 Uhr und beim Rennen um 16 Uhr dann. Ich sag auch schon mal so viel, wir müssen auf Kanada hoffen, sage ich schon mal, aber mehr sage ich nicht. Was Baku angeht, na, mehr sage ich nicht, ich tue nicht mehr spoilern, außer dass wir auf ba Kanada hoffen müssen. Auf jeden Fall legendäre Szene und dann bis morgen. Und ja, ciao.